Hallo und herzlich willkommen, liebe Gaming-Freunde. Hier ist wieder Goodie und letzte Folge haben wir, also heute natürlich Let's Play Horizon Zero Dawn. Letzte Folge haben wir hier die Brutstätte Sigma schon mal angefangen. Ah, pfeifen kann ich nicht. Und haben hier noch eine ganze Menge Gegner auf alle Fälle im Weg. Hier lernen wir auf alle Fälle das überbrücken. Ah, sehr schön, das funktioniert hier. Schön einzeln separieren die Gegner am besten. Naja, pfeifen darf ich nicht. Seht ihr? Weil Panzerwanderer sind da auch noch. Und hier ist was zum Überbrücken, ne? Oder? Nee. Ach, weil die Brücke schon draußen ist, wa? Ein bisschen Tarnung. Sind die Panzerwanderer? Da. Erstmal den Wächter wegmachen. Schön auf die Krallen, da macht er sein Schild mit. Genau das da. So richtig wehtun wir ihm gerade gar nicht. Na kommt der Rand für den stillen Schlag. Oh Scheiße, kommt ein zweiter. Ah, fuck. Hä? Ja, ne? Jetzt kann ich euch leider nicht sagen, woran ich gestorben bin. Ich hab's nicht gesehen. Er hat mich irgendwo hingeschleudert. Ich hatte noch mehr als genug Leben. Da habe ich extra drauf geachtet. Ja, und ich weiß nicht, wo ich jetzt gelandet bin und warum ich da tot bin. Schade. Gut. Auf alle Fälle fühle ich mich gerade voll unschuldig. Ich fühle mich wahnsinnig unschuldig daran. Finde ich ein bisschen sehr schade. Oh ja, guck mal, jetzt müssen wir hier nochmal... Das hat ein... Ah, ups. Hä? Ach, wo bin ich denn hier? Ah, da kann ich hochklettern. Wahrscheinlich bin ich hier auch in dieses Loch reingefallen und dadurch, dass er mich geschmissen hat, wahrscheinlich zu Tode gestürzt, gehe ich von aus jetzt so mal einfach. Ah ja, genau, hier bin ich ja mit diesen Kisten rüber. Der Vorratskiste hier. Ja, sehr, sehr schade, dass ich jetzt hier gerade so relativ unschuldig verreckt bin. Oh, der Panzerwanderer da oben, der Wächter. Eieieiei. Na, ich glaube ich. Bin ich gerade relativ safe, ne?
Mal ein paar Pfeile machen. Ob ich eine Pfeile auf den Boden lege? Falls da einer kommt. Oh, hier nochmal den Tarnstaub, Rauch anmachen. Ah, hier kommt keiner hier bis hierhin, ne? Die hängen alle da ganz hinten ab. Ah, pfeifen kann ich wieder nicht. Gucken wir mal hierher. Na, groß hierher kommen die aber nicht, ne? Na, pfeifen geht wieder nicht. Ich will, dass sie durch meine Falle rennen. Na, ist so weit weg. Oh, hat ihn sogar umgeschmissen. Nee, bis hierhin wollen die nicht zurückkommen, ne? Ich glaube, hier bin ich einfach safe oder so. Jetzt jagen sie mich. Wenn sie mich mal jagen würden, ne? Oh, ach, ah, das ist noch eine Zeit lang auf dem Boden. Okay, ups. Ah, Mist, Pfeil. Oh, die Falle saß aber gut, ne? Die Falle saß gut, definitiv. Ah, da komme ich doch hoch, ne? Sag ich doch. Ah, da hinten soll ich doch hin. Ah, hier kann ich überbrücken. Ja, man bekommt echt viel Heilung. Ich denke, das wird seinen Sinn haben, ey. Kann ich auch ruhig runter? Ja, ne? Ah, hier ist das Seil, was wir vorhin gesehen haben.
Hier kann ich wieder überbrücken. Ah, okay, Heilung ist mal voll. Und das ist mal was Grünes. Ups. Ah, wieso komme ich da nicht hoch? Halt, nochmal zurück hier. Ah, der geht auch nicht hoch. Aus Licht gesponnen. Wie cool ist das denn? Oh oh. Oh, ich sehe Wächter. Ich sehe Wächter. Nur zwei? Ihr seid doch mal zu dritt, oder? Oh, aua. Ich wollte nur looten. Ah, da, ich höre auf zu looten. Kriege ich hier nur Damage rein. Habe ich Heiltränke? Ja, ein. Und Stärkungstrank ein. Und ich denke mal, das Vieh muss ich gleich umhauen, ne? Oh, lila, 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 lila. Eine Spule mit Schock. Herstellen. Ich habe doch noch Plätze frei, ne? In meiner Stolperfalle, im Outfit. Hm? Zwei Steckplätze. Achso, da. Habe ich nicht gerade übersehen. Ah, da kriege ich aber nur 6% Eisschutz rein. Na gut, okay. Ist das wieder vielleicht für eine Waffe? Waffe modifizieren. Was habe ich hier in meinem Bogen drin? 21% Abriss. Und 6% Schaden. Mal gucken, wenn ich das hier... Nee, das Epische ist auch nicht für den Bogen gedacht. Okay. Was sehe ich denn das? Was ich hier... Modifikation. 41% Schock, 6% Abriss. Na, und abgebildet ist ein Bogen, ne? Speerbogen. Irgendwie steht hier nicht wofür, ne? Waffen. Gucken wir mal hier. Achso, und der Hersteller muss ich da ja dann gehen. Waffen. Ja, da geht die Lila rein. Ach. Aber in die Waffe. Na ja, Gott, die werde ich wahrscheinlich ein paar Mal benutzen, ne? Hm. Gucken wir mal. Schockfalle. Eisbombe. Schockbombe. Feuerbrüllrücken, Stufe 18. Stärke Feuer, Schwäche Eis. Körper, den Körper kann ich mit Eis behaken. Lohbehälter ist natürlich Feuer und Abriss. Frachtbeutel, Schwäche alles. Schlund, deaktiviert Feuerangriff und löst eine starke Explosion aus. Schwäche alles. Ah, ja, Schlund, den Schlund wollen wir am liebsten down machen. Aber der Körper ist Schwäche Eis. Ja, die Level 18 auf alle Fälle auch über mir. Habe ich die Eisbomben, wenn. Eisbomben und Schockfallen und Feuerpfeile für den Behälter vielleicht. Hm, ja. Und Munition herstellen. Gut, ich würde sagen, dann gehen wir es mal an, wa? Dann gucken wir mal, ob wir den down bekommen hier. Nochmal heilen.
Und den Stärkungstrank werde ich dann auch direkt einschmeißen. Halt, 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 halt. Idee, Idee. Idee. Lass los, Mädel. Lass los. Oh, davon habe ich 6 Stück. Man sollte immer vorbereitet sein. Ich weiß ja nicht genau, wo er lang geht, so. Egal, ich stelle hier einfach mal ein paar auf. Na, Feuer haben wir auch noch 3. Mal gucken, müssen wir probieren, dass wir ihn, wenn dann, durchlocken, hoffentlich. Hoffentlich, mal schauen, ich weiß es nicht. So, und den Stärkungstrank ready. Dann sage ich mal, drückt mal die Daumen, Leute, wa? Ach, das Ding fährt runter. Ich wollte eigentlich runterspringen. Ah, da kommen noch andere Gegner, sehe ich gerade. Auf. Ah nee, gar nicht so dolle. Weg hier, weg hier, weg hier, Goodie, weg. Ah, shit. Voll ins Feuer. Voll ins... Au! Da war ja noch Feuer neben mir. Ah, Mist, da ist noch eine Schockfalle. Ja, ist er rein. Na doch, das ist ja ganz gut, ne? Na, jetzt übertreibt er ein bisschen mit dem Feuer.
Ich will den blöden Behälter da treffen. Ah, mehr der Puta. Ha, na also, da ist ja Geschichte. Da ist ja Geschichte, ey. Nice, nice wirklich. Ja, ich weiß, der leuchtet lila. Was haben wir denn da? 43% Handhabung. Kann ich die denn einbauen? Hm, herstellen. Outfit, ne? Da wollte ich das gerne reinhaben eigentlich. Statt dem Eisschutz. Nee, ich habe keinen. Es ist wieder nicht dafür. Waffe für meinen Bogen vielleicht? Ja, da kann ich es einbauen. Vorher hatte ich nur 6% Schaden, jetzt habe ich noch 43% Handhabung dazu. Sehr schön. Ja, erledigt, ne? Einen Fertigkeitspunkt erhalten. 4000 EP. Sigma-Überbrückung freigeschaltet. Was können wir jetzt überbrücken? Sägezahn, Graser, Lanzenhorn und Plünderer. Ersten Kern überbrückt. Trophäe erhalten. Geil. Sehr cool. Sehr, sehr cool. Was ist das für ein Datenpunkt? Achso, ein Brutstättenprotokoll. Ja, nicht so interessant. Geil. Sehr, sehr schön. Wie viele Fertigkeitspunkte haben wir? 2. Dann können wir jetzt noch die Quest abgeben. Schnellreise zum Lagerfeuer. Geben wir die Quest ab. Dann haben wir bestimmt Level ab. Und dann kann ich vielleicht skillen. Dann kann ich bestimmt was skillen. Aber lief gut, sage ich mal, ne? Kann man sich nicht beklagen. Hoffentlich war die Jagd gut. Ich habe die Eber heute und dein Glücksring, Time. Urmutter sei Dank. Und dir natürlich. Wo hat er gesteckt? Im Schlund eines Ebers. Für den Eber war es kein Glück. Ich frage ihn ab jetzt vielleicht lieber um den Hals. So, Jagdglück auch abgeschlossen. Komm, gib her die EP. Eine Belohnungskiste und 1670. Das reicht nicht, ne? Sag ich ja. Pflanzen müssen ganz schön widerstandsfähig sein, wenn sie diesen Wind überleben wollen. Hat leider nicht gereicht. Inventar, Schatzkiste. Draht, Zünder, Teilscherben, das sind noch die alten Kisten. Und da Kühlsaft und reichhaltiges Fleisch. Gucken wir da mal unter Herstellen nochmal hier wegen Tragekapazität. Kaninchenknochen, Outfitbeutel. Schweinsknochen, Fuchsknochen, Scharfschützen. Na, den können wir upgraden. Oh, den können wir gleich nochmal upgraden. Ach ja, Mensch, ich habe doch einen Scharfschützenbogen. Hätte ich mal nehmen sollen, die Zersprengerpfeile. Na gut, nicht dran gedacht. Nicht dran gedacht. Schade, dass wir kein Level-Up mehr bekommen haben. Na, da müssen wir hinreiten, ne? Also hier haben wir das nächste Lagerfeuer, um dann da quer rüber zu gehen. Als das Waffenlager, Jagen für die Loge. Ja, ist definitiv das nächste. Das machen wir dann. Halt, was hier? Auch Jagen für die Loge? Oder wir machen kurz dieses Banditenlager noch. Schaffen wir das? Au, 25 Minuten. Sind wir schon wieder gut über der Zeit hier? Egal, wurscht, das hauen wir noch schnell rein, oder?
Ah, die 5 Minuten haben wir. Banditenlager, Level 9. Ich glaube, da kann ich einfach durchrennen und alles umbäschen oder so. Hoffe ich doch mal. So richtig sicher bin ich mir nicht, aber... Dann sollte ich benötigte EP bringen für das Level Up. Glaube ich doch auf jeden Fall. Und wie gesagt, Level 9, das ist ja, wir haben ja gerade hier Feuerbrille Rücken Level 17 platt gemacht. So. Bin ich schon direkt davor? Nee. Schwarzer Rauch, rote Lumpen. Mehr Banditen wie die in Teufelsdurst. Oh! Ups! Lanzenhörner, die habe ich ja ganz übersehen. Bleibt mal locker, ne? Dann muss ich da hoch, ne? Muss ich sowieso hier oben lang. Sag ich doch, da. Ah, da habe ich schon fast das Level ab, da mit dem einen Typen. Sie dürfen ihn nicht erreichen. Und Level ab. Ah, muss ich erstmal. Stimmt nichts Gutes. Welches Signal? Bist du blöd in der Birne? Halt! Was schreit er so? Oh. Oh, dafür haben wir gerade keine Zeit. Pfeile herstellen. Geil, was Banditen alle auf dem Haufen. Kann ich da nicht eine Granate reinschmeißen? Ich sag mal, ich finde, man macht mit dem Bogen so wenig Schaden, außer man hat ein Heady. Oder man hat das hier, ne? Den Feuerspucker. Sie sehen dich nicht. Och, doch da unten. Niemand hier. Ich hab nachgesehen. Gar nicht. Ach, da war schon. Na also. Wunderbar. Easy peasy. Haben wir doch schnell noch abgeschlossen. 7500 EP noch mitgenommen. Das Level up und gleich können wir noch skillen. Perfekt. Oh, jetzt hier noch Fix-Skillen, Fertigkeiten, Schlag von unten, Möglichkeit A, Möglichkeit B.
Starker Schlag. Ah, ja, starker Schlag ist gut, finde ich. Unauffällig ist auch gut. Dann muss ich die stille Landung skillen. Ja, der Anführerschlag, den hätte ich nämlich gerne. Den hätte ich gerne. Dann muss ich auch die drei und dann nochmal drei Punkte. Ob mir das dann nicht unterwegs... Konzentration Plus ist auch geil. Das nehme ich. Dann nehme ich den Schwerlastträger und die Konzentration Plus. Nee, das reicht ja nicht. Was haben wir hier noch? Ausweichtalent, stiller Sprint. Ach, machen wir das hier. Das unauffällig wollte ich haben, machen wir das hier erstmal. Okay, gut, dann hoffe ich, die Folge hat euch gefallen, auch wenn wir jetzt ein kleines bisschen überzogen haben. Und vor allem hoffe ich natürlich, dass ihr das nächste Mal wieder dabei seid. Ich sag bis dahin, so long, goodbye, keep gaming, euer Goodie.